Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Semester 3. Herzlich willkommen bei Amonacho. Wir müssen jetzt erstmal rein ein paar Sachen so wegbringen. Wir haben ja ganz gut gefüllte Taschen. Und das wollen wir jetzt halt erstmal einmal kurz ändern. So, geht doch. Da haben wir ja dann oben auch noch ein bisschen Dosen, glaube ich. Die ich mal umwandeln kann. Und dann ist gut. Und das Schwarzpulver, das können wir natürlich dann auch direkt hier drin lassen. So. Na, sag ich doch. Dann tauschen wir das jetzt mal einmal um. Und dann ist gut. Okay, dann müssen wir hier einmal ran. Decken wir weg. Und das ist ja auch sehr nett, ne? Bringen sie uns direkt mal ein bisschen Munition mit. Das finde ich super. Können sie gerne öfter machen. So. Das packen wir dorthin. Was habe ich jetzt hier gehabt? Ach so. Das habe ich gehabt. Ist doch da richtig. Dann haben wir noch Papier. Den Barbwire, den brauche ich noch. Das Wasser kann ich mal hier lassen. Das Papier kommt hier hin. So. Und das natürlich auch. Und das auch. Okay. Potassium. Hatte ich nicht welches mitgebracht? Wo habe ich das hingetan? Ich meine, ich hätte welches mitgebracht. Oder habe ich das schon umgewandelt? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, auch da wieder besorgen. Ansonsten sind wir, glaube ich, soweit jetzt durch. Naja, das kommt halt wieder nach dorthin. Aber das war's wohl. Ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ja, ich kann ja noch ein bisschen Holz hier raus mitnehmen. Dazu sollte ich dann aber auch dort... Habe ich schon. Aha. Warum habe ich jetzt noch 20 übrig? Weiß ich nicht. Kommen sie also auch hier hin. So, kann ich auf jeden Fall wieder ordentlich Munition herstellen. Und fertig. So schnell kann das gehen. Nicht ganz, weil manchmal ist Abonacho lustiges Kärchen und vergisst die Hälfte. War da unten, ne? Jo. Dann kommt das auch darin. So. Dann kann ich jetzt mal davon ein paar machen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, wenn ich das direkt so mache. Da teilen wir doch das Ganze einfach mal. Ja, das sollte ausreichen erstmal. Ja, könnte aber sein, dass wir dann doch noch ein bisschen Holz besorgen müssen. Ja, habe ich genug von erstmal. Und warum mache ich jetzt... Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Aber ich habe ja gar nicht genug Metall für... wie viel kann ich denn da noch abnehmen und wie viel Scrap Metal würde ich da rauskriegen? Fangen wir doch mal so. Ja, wenn ich... Die sollte ich drinnen lassen. Außerdem wollte ich gucken, ob ich mir eine Lederaxt herstellen kann. Stimmt. Das heißt, alles nochmal Kommando zurück. Ja, alles nochmal Kommando zurück. Weil jetzt gucken wir uns erstmal bei uns, wenn ich so eine herstelle, was das dann für eine wird. Hahaha. Ja. So. Die kann ich brauchen. Okay. Dann werden wir uns auch eine Iron Pickaxe wahrscheinlich auch in Lila herstellen können. Ja. Das mag ich doch leiden. Und dann auch bitte eine Schaufel. Das war jetzt irgendwie auch ein bisschen dudelig. Jawohl, alles in Lila. Das ist doch sehr schick. So, blau weg.
lila bleibt und den Knüppel bitte noch. Und jetzt den auch noch in lila und ich bin beruhigt. Ist alles super. Jawohl. Und auch weg. Okay. Jetzt können wir uns für den Minen an der Seite legen. Ja, ich denke schon. Dann nehmen wir hier von 20, lassen wir mal drin. Das ist ganz gut. Und warte mal. So. Jetzt konnte ich daraus ja 270. Das ist ja so schlecht nicht. Das machen wir mal. Sehr schön. Halt. Obwohl, ah ne, die wollte ich zum Reparieren hier lassen. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, weil die kommen ja dann gar nicht mehr so großartig. Da haben wir sie. Lassen wir mal die Hälfte drin. Viel brauchen wir davon sowieso nicht, weil die gehen gar nicht so schnell kaputt, wie ich dachte. Und von daher schon mal gut. Ja, so langsam wird es. Mal einmal rum hier laufen. Ich kann dir jetzt einfach mal mein lila Spike vorstellen, wenn du möchtest. Warte mal. Guten Tag, junge Dame. Haben Sie was dabei? Trotzdem zwei Schläge. Oh, eine nette Sache. Ach, ich hatte gleich wieder alle oben mich aufmerksam gemacht. Eine Sekunde. Ich bin gleich soweit. Ich würde nur ganz gern keine Zeit verschwenden. Wisst ihr? Ja, ja, ich weiß. So. Und jetzt können wir. Warte mal, lass mich mal erstmal Bombenbüschen anschießen. Das war ein Bauchschuss. Da. Wenn du da im Weg bist, hast du halt Pech gehabt. Ich hab dir das ja gesagt. Wenn ich hören will, muss halt fühlen. So einfach ist das. So, komm her. Und mal rein. Feine Sache. Bleibt ihr da hinten oder kommt ihr her? Na, ihr bleibt offensichtlich da hinten. Dann tut's auch. Aber komplett in lila ausgerüstet. Sehr nette Sache. So. Dann muss ich hier... Naja, erstmal Rasen mähen. Und hier auch. Ich brauche zwei Stück brauche ich, genau. Okay. Okay. Soll mir auch recht sein. So. Wird allerdings natürlich auch ordentlich teuer in der Reparatur, ne? So wie das Zeug. So. Da würde ich nämlich tatsächlich ganz gerne mal was ausprobieren. Da habe ich wieder so lustige Sachen im Kopf. Warum denn das? Bin ich froh, wenn die das irgendwann mal gebacken kriegen. So. Bleibt einfach mal dort, wo ihr seid. Weil ihr würdet gerade nur stören. So. Das mache ich jetzt mal nur hier an dem Stück Mauer entlang. Um einfach mal zu testen. Na nö. Hallo? Boah? Tust du dir weh? Guck, guck. Moment. Ach, dann mache ich das halt nur mit dem Knüppel. Komm her. Vergiss es. Du haust mir keinen, weil ich das nicht möchte. Ganz einfach. Was kann ich jetzt hier weitermachen? Ist ja nicht mehr viel. Ich höre ja schon wieder ein.
Knorchi. Mensch, Jung. Kriech mal deiner Wege. So, die brauche ich jetzt in Doppelreihe. Wie heißen eigentlich diese anderen Dinger? Da muss ich doch wahrscheinlich direkt reingucken. Weil ich jetzt nicht weiß, wie sie heißen und darf sie mir erstmal suchen. So. Aber die muss ich jetzt erstmal hinsetzen. Na, mach halt. Da kommen diesmal auch keine Minen drauf. Da, das möchte ich mal anders versuchen. Ach, da fehlt ja auch noch einer. Okay. So. Ach, komm schon. Okay. Kann sein, dass ich da wohl noch einen wegziehen muss. Nee, da ist einer zu viel. Das ist das Ding. So ist dann aber richtig, ja? Eine Sache. So, jetzt muss ich die mal einmal aufwerten. Ist natürlich jetzt ein bisschen laut. Bitte was? Nicht doch. Okay. Was mache ich denn? So. So, wie heißen denn jetzt die hier? Irgendwas mit Spike auf jeden Fall, ne? Sind das die hier? Nein. Die hier sind das, genau. Und das heißt, ich sollte erstmal so machen. Ja, vielleicht ein bisschen viele für den Anfang. Machen wir erstmal so. Auf jeden Fall ein teures Vergnügen. Das sehe ich schon jetzt wieder. Ja, das heißt noch einiges am Metall holen. Also diese kleine Reihe möchte ich aber fertig kriegen, ne? Das ist ja nicht so viel. So. Jetzt hier noch ein bisschen. Na, komm. Komm, sei artig. Ach. Geht doch. Geduld, meine Lieben, ich komme gleich. Das wäre der erste Teil. Dann würde ich da nämlich mal ganz gerne versuchen. Ach so. Ja, machen wir mal. Dann würde ich nämlich ganz gerne das mal folgendermaßen versuchen. Einmal drehen. Wie habe ich ihn denn jetzt? Jetzt ist er richtig. So, und den nehme ich mal. Genau, die stehen auf den Spike und dann müssten sie so nämlich darüber schlagen.
dass die nicht direkt, dass sie quasi von dem ausgebremst werden und nicht so weit, so tief reinschlagen können. Ich möchte einfach mal gucken, ob die den Stacheldraht dann hier direkt abschlagen. Weil der ist ja eigentlich in deren Brusthöhe. So. So mal machen. Jetzt brauche ich davon mal welche. Die möchte ich nämlich auch nicht hier unten hinsetzen, sondern... Willst du mich jetzt veräppeln? Ich kann die so setzen. Und so setzen. Und so setzen. Das ist doof. Weil dann kann ich doch direkt vergessen, was ich machen wollte. Pass mal auf. Ich lach mich kaputt, das geht jetzt. Nee, geht nicht. Okay. Das ist doof. Dann kann ich die aber eventuell... Das könnte auch interessant werden. Jetzt muss ich gucken. Nee, eigentlich müssen die jetzt andersrum. So, dann müssen... Dort so rum ist richtig. Die lassen sich so aber nicht setzen. Die kann ich wohl nur auf Erde setzen. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Das hatte ich mir jetzt etwas anders vorgestellt. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Also kann ich die tatsächlich nur auf die Erde setzen. Und nicht so an der Mauer dran bügeln. Das ist schade. Jetzt dann drauf zu setzen wäre, würde aber auch keinen Sinn mehr geben. Das heißt, ich mache die hier gerade quasi umsonst. Also denn ich würde hier halt nochmal eine Reihe so vorsetzen, aber ja, warum eigentlich nicht? So eine Reihe ist doch in Ordnung. So. War ja klar, dass ich wieder den falschen hier wegnehme. Ach, Kerl. Wo ist sie denn, die Erde? Ja gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass das nicht funktioniert. Besser, wir wissen das jetzt als später. So machen wir das nämlich dann. Und dann trotzdem, das mit dem Stahldraht, das probieren wir trotzdem mal aus. Wenn sie den dann weghauen, dann stehen sie halt dort auch wieder auf Spikes. Das ist dann auch nicht so schlimm. Die Frage ist nur... Ja gut, auf die Wand dürfen sie theoretisch gesehen ja einschlagen. Solange sie denn früh genug kaputt gehen. Also insofern, es ist ja jetzt nichts, was wirklich schlimm ist. Und das Schöne ist, der Decade Brick, der hat eine Härte von 12. Und das ist ja nicht wenig. So, und ein noch. So ist richtig. So, und jetzt können wir nämlich das ganze Gedöns hier einmal reinstellen, dann haben wir das auch wieder los. Und dann geht er. Wenn man sich selber nicht so enorm weh daran tun will, obwohl das auch wieder unrealistisch wäre, wenn es nicht so der Fall wäre, dann würde ich die einfach mal so spaßhalber irgendwie ein bisschen verteilen. Weil dann laufe ich da selber rüber, ich kenne die ja, und dann tue ich mir halt weh. Und das möchte ich halt nicht. So. Gut. Das, was ich machen kann... Nee, kann ich nicht, weil ich kann sie ja nicht draufstellen, sonst hätte ich die oben auf der Mauer draufgesetzt. Aber das ist... Oh, das Schlimmste ist es jetzt nicht. Es war halt ein Versuch wert. Ob das wohl geht? Glaube ich nicht, aber... Gucken wir mal. Die kann ich auch ein bisschen drehen. Oh, genau einmal. Oder meine Maus funktioniert gerade wieder nicht mehr. Aha, warum? Ich glaube, meine Maus geht mal wieder nicht mehr. Doch, geht.
Okay, weiß ich Bescheid. Also so hatte ich mir das jetzt mal gedacht. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das so denn verteidigt kriegen, dass sie hier quasi von dem Stacheldrahtzaun einfach nur aufgehalten werden und dagegen stoppen quasi. Und insgesamt natürlich nochmal höher, dass das auch auf einer vierer Höhe ist, damit wir oben Spoilerschutz dran machen können. Aber jetzt gucken wir halt erstmal, dass wir in diese Höhe dran kommen, weil wenn die dann da durchbrechen, dann knallen die ja eh an das Ding ran und dann soll mir das auch eigentlich relativ wurscht sein. Das wäre dann nicht so das Schlimmste. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf euren Social Media und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, bye bye.